Jetzt rufe ich auf die Tagesordnungspunkte 3a bis 3c, Beratung mehrerer Vorlagen zur Gesundheitspolitik. Zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung liegt ein Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen vor. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 60 Minuten vorgesehen. Ich höre manches, aber keinen Widerspruch. Dann ist es so beschlossen. Dann eröffne ich die Aussprache und erteile das Wort der Kollegin Karin Mark, CDU/CSU. Herr Präsident, Frau Bundeskanzlerin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Überlange Wartezeiten, Haus- und Fachärzte, die keine zusätzlichen Patienten mehr aufnehmen und behandeln. Wir nehmen, wie versprochen, den verständlichen Ärger dieser Patientinnen und Patienten auf und verbessern mit dem TSVG, dem Terminservice- und Versorgungsgesetz, die Versorgung vor allen Dingen der gesetzlich Versicherten im ambulanten Sektor. Unterstützung kommt ab 1. Januar 2020 bundeseinheitlich über die 116, 117. Die Terminservicestellen werden künftig 24 Stunden und 7 Tage die Woche unter dieser Rufnummer 116, 117, aber vor allem auch online erreichbar sein. Sie vermitteln dann nicht wie bisher nur Arzttermine bei Hauskinder oder dem Facharzt, sondern im Akutfall künftig auch unmittelbar ärztliche Versorgung und im lebensbedrohlichen Notfall, eigentlich dann der Fall für die 112, leitet die Servicestelle den Anrufer zur Notrufzentrale weiter. Wir haben geregelt, dass die Servicestellen künftig auch mit den Rettungsleitstellen der Länder kooperieren und vor allem die Patienten dann in die richtige Versorgungsebene steuern. Und in 2, 3 Jahren wird es soweit sein, dass das alles auch über App funktioniert. Darüber hinaus erweitern wir das Mindestsprechstundenangebot der Vertragsärzte von 20 auf 25 Stunden. Fachärzte werden künftig auch offene Sprechstunden anbieten, offene Sprechstunden, in die die Patienten mit kurzfristigem Behandlungsbedarf ohne weitere Terminvereinbarung kommen können und auch dort behandelt werden. Und jetzt heißt es natürlich mehr Behandlungszeit, mehr Patienten und für die Ärzte natürlich mehr Arbeit. Und deswegen ist für uns klar, selbstverständlich wird dort, wo wir mehr Arbeit adressieren, wo wir mehr Arbeit verlangen, auch mehr bezahlt. Extrabudgetär, zum Beispiel für Neupatienten, für die Behandlung von Patienten in den offenen Sprechstunden, für die Hausärzte bei dringlicher Überweisung. Kurz, wir starten in den Einstieg aus den festgelegten Budgets. Und wenn dann die Patienten über die Terminservicestellen vermittelt werden, sehen wir neben der extrabudgetären Vergütung zusätzlich Zuschläge vor, jeweils gestaffelt nach Wartezeit der Patienten auf den Behandlungstermin. Je schneller der Termin, desto besser ist die Vergütung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, uns in der Union ist es natürlich auch ein Anliegen, dass sich die Patienten in ländlichen und strukturschwächeren Regionen auf eine wohnortnahe, zügige und gute Versorgung verlassen können. Und genau deshalb sorgen wir dafür, dass auch dort die Niederlassung für die Ärzte attraktiv bleibt, zum Beispiel über die regionalen Zuschläge für Ärzte, aber auch durch die Weiterentwicklung der Bedarfsplanung und verbesserte Förder- und Sicherstellungsinstrumente bei den kassenärztlichen Vereinigungen. Und zusätzlich erweitern wir für die Patientinnen und Patienten auch die Kassenleistung, das Versorgungsangebot der Kassen. Wir erhöhen zum Beispiel die Festzuschüsse für den Zahnersatz von 50% auf 60%. Wer regelmäßig zur Vorsorge geht, bekommt noch etwas mehr, bis zu 75%. Versicherte mit einem substanziellen HIV-Infektionsrisiko haben künftig einen Anspruch auf die sogenannte Präexpositionsprophylaxe. Und wir erweitern, das war uns ein besonderes Anliegen, die Kassenleistung bei der künstlichen Befruchtung um die sogenannte Kryokonservierung von Keimzellgewebe, Ei- und Samenzellen. Das heißt insbesondere für Krebspatienten, die infolge ihrer Krebserkrankung eine keimzellschädigende Behandlung erdulden müssen, haben damit die Möglichkeit, auch weiterhin ihren Kinderwunsch erfüllt zu bekommen. Liebe
Liebe Kolleginnen und Kollegen, Teil des TSVG und einer von 54 Änderungsanträgen, für die wir uns in der Union besonders eingesetzt haben, Kollege Roy Kühne war da sehr unterwegs, ist das Heilmittelpaket. Wir stärken unsere Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden und Podologen zum einen finanziell. Dafür werden Höchstpreise, die in Deutschland bezahlt werden, bundesweit vereinheitlicht. Und wir übernehmen die sogenannte Blanko-Verordnung in die Regelversorgung. Das heißt, der Arzt verordnet und über die Methode und die Häufigkeit und Dauer der Behandlung entscheidet der Heilmittelerbringer. Bei Versorgung mit Hilfsmitteln räumen wir jetzt endgültig mit den Ausschreibungen auf. Das war immer wieder ein Ärgernis für die Patienten und Patienten, zum Beispiel bei den Inkontinenzartikeln, den Atemtherapiegeräten und den Rollstühlen. Ein wichtiger Schritt in die Digitalisierung heißt künftig den Anspruch auf die elektronische Patientenakte, Zugriff über mobile Endgeräte, über das Smartphone, über das Tablet. Und für die effektiveren Prozesse steht künftig das BMG, das die Mehrheit in der Gesellschaft für Telematik übernimmt. Ihre Redezeit ist abgelaufen. Jawohl, insgesamt ein gutes Gesetz. Ich empfehle Unterstützung. Herzlichen Dank. Karin Mark war die erste Rednerin in dieser Aussprache zum Termin, Service- und Versorgungsgesetz der Bundesregierung. Es gibt allerlei Vorlagen noch mehr, über die hier mitdiskutiert wird, beispielsweise auch zwei aus den Reihen der AfD und von der jetzt Axel Gerke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute soll mit einem Gesetz mal eben 15 andere Gesetze und 4 Rechtsverordnungen geändert werden. Sehr sportlich. Ursprüngliches Ziel war doch, die unterschiedliche Terminvergabe der Zweiklassenmedizin zu beenden. Was ist daraus geworden? Als alter Praktiker stelle ich mir das so vor. Ich komme morgens in die Praxis, fange an zu behandeln, Notfälle zuerst, dann einer nach dem anderen. Aber um 11 Uhr ertönt ein Gong und ich lasse alles stehen und liegen, den Schmerzpatienten, den Notfall, das schreiende Kind und die Oma, die nicht mehr lange sitzen kann. Denn nun tritt er ein, der König aller Könige, der neue TSVG-Patient. Oder noch besser, mit gendergeschwellter Brust, die neue TSVG-Patientin. Alle müssen sofort und ohne jegliche Vorgabe behandelt werden. Toll. Statt einer Zweiklassenmedizin, Herr Spahn, haben Sie nun die Dreiklassenmedizin erfunden. Herzlichen Glückwunsch. Aber das ist ja nicht alles. Abrechnungstechnisch werde ich mit jedem Patienten diskutieren, wann und wie viele Minuten ich bei ihm erbracht habe. Dazu brauche ich eine neue Abrechnungssoftware oder die extra TSVG-Chipkarte oder beides. Und auf drohende TSVG-Regresse wartet schon ein Anwalt. Ein Tollhaus. Das, meine Damen und Herren, kommt dabei raus, wenn in deutschen Amtsstuben Beamte den Praktikern draußen mal zeigen wollen, was eine Harke ist. Das geht sowas am Bedarf vorbei, das kann ich Ihnen in vornehmen Worten gar nicht ausdrücken. Und ich lade Sie herzlich ein, sich im Wartezimmer die Kommentare der Patienten anzuhören, die seit 8 Uhr brav gewartet haben. Viel Vergnügen. Sie maßen sich an, die Organisation der Leistungserbringer zu bestimmen zu wollen. Sie greifen munter und wider allen demografischen Erkenntnissen in die Finanzautonomie der Krankenkassen ein. Erste Hochrechnungen ergeben bereits Mehrkosten von 3,3 Milliarden Euro jährlich. Aber Gegenfinanzierung? Fehlanzeige. Raten Sie mal, wer am Ende zahlt. Ein kleiner Tipp, die Politik wird es nicht sein. Durch den ganzen Duktus Ihres Gesetzes zieht sich eindeutig der rote Faden weg von der Selbstverwaltung hin zur Planwirtschaft. Mit Bürokratismus und Gesundheit nach Gusto des Staates. Wir stehen für eine attraktive und starke Selbstverwaltung, marktwirtschaftlich orientiert, unbürokratisch organisiert. Ja, ich weiß, eine starke Selbstverwaltung führt zu einer starken Kontrolle der Politik. Unbequem. Aber demokratisch. Und genau das wollen wir. Wir stehen für strikte Trennung von Staat und Sozialversicherung und lehnen jede Form staatlicher Gutsherrenart ab. Mit Zuckerbrot und Peitsche wollen Sie, Herr Spahn, mit der Selbstverwaltung umgehen. Welch bodenlose Überheblichkeit! Sparen Sie sich und uns Ihr Zuckerbrot
Und befreien Sie lieber die Leistungserbringer von den überbürokratischen Ketten der bisherigen Koalition von CDU, SPD und FDP. Und was die Peitsche anbetrifft, sind weder Sie noch überhaupt die Politik Zuchtmeister Ihrer Untergebenen. Diese Zeiten sind endgültig vorbei und haben keine Zukunft, und auch das verspreche ich Ihnen. Statt die Selbstverwaltung zu stärken, zielen Sie auf Demontage. Sie möchten den gemeinsamen Bundesausschuss entmachten. Sie sichern sich mal eben 51% an der Gematik. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ihr TSVG spaltet, es setzt Fehlanreize und ist vom Kosten-Nutzen-Verhältnis eine Katastrophe. Und deswegen lehnen wir kopfschüttelnd dieses Gesetz ab. Vielen Dank. Axel Gerke war das, der gesundheitspolitische Sprecher der AfD-Fraktion. Und ihm wird jetzt folgen Karl Lauterbach, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion und einer von denen, die das neue Gesetz über den grünen Klee schon gelobt haben. Zunächst einmal, ich werde mich in meiner kurzen Rede darauf konzentrieren, weshalb machen wir das Gesetz überhaupt, was sind die wichtigsten Verbesserungen und also was muss noch gemacht werden, was ist der Ausblick. Zunächst einmal, das Gesetz sollte, wenn wir einfache Namen wählen, wir bevorzugen ja in letzter Zeit für unsere Gesetze einfache Namen, sollte dieses Gesetz Gesetz zum Abbau von Zweiklassenmedizin heißen. Weil das ist das, worum es hier geht. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Gesetz zum Abbau der in Deutschland vorherrschenden Zweiklassenmedizin. Wir haben ein gutes Gesundheitssystem, das ist unbenommen. Wir haben aber zum Beispiel die Situation, wir haben 600 Millionen Arztkontakte in der Praxis jedes Jahr, mehr als jedes europäische Land. Und trotzdem warten gesetzlich Versicherte oft monatelang auf einen Arzttermin. Monatelang. Das ist eine Fehlsteuerung. Es gibt auch Praxen, die sagen, unsere Praxis ist zu oder sind Sie Privatpatient? Das sind die Verhältnisse, die unwürdig sind für so ein reiches Land wie Deutschland, die wir mit diesem Gesetz überwinden wollen. Und der Hintergrund ist auch ganz klar, wir brauchen langfristig eine Bürgerversicherung. Es ist kein Geheimnis, dass wir uns damit in den Koalitionsverhandlungen nicht durchsetzen konnten. Wir haben aber vereinbart, und dafür sind wir auch dankbar, dass wichtige Schritte in Richtung einer Bürgerversicherung unternommen wurden. Und das ist das, was dieses Gesetz leistet. Es bringt wichtige Schritte nach vorn in Richtung einer Bürgerversicherung, die wir langfristig auch erzielen werden. Zunächst einmal, weshalb ist es eigentlich so, dass also der neue Patient so schwer einen Termin bekommt? Das hat einen ökonomischen Grund. Der ökonomische Grund ist, der neue Patient bereitet viel Arbeit. Den kenne ich noch nicht. Ich muss als Arzt, auch als Praktiker gesprochen, muss ich mehr Zeit und Ressourcen investieren, um den neuen Patienten zu versorgen. Jetzt bekomme ich aber für den neuen Patienten so viel wie für einen Patienten, den ich seit Jahren kenne, dem ich nur ein Rezept also sozusagen ausfülle. Und wenn ich Pech habe und mein Budget ist voll, bekomme ich für den neuen Patienten gar kein Geld. Das heißt, tatsächlich ist das der Hauptgrund, weshalb wir die neuen Patienten in der Praxis als Ärzte oft nicht so gerne sehen, weil wir damit nicht nur nichts verdienen, sondern zum Teil sogar Verluste machen. Und das muss sich ändern. Das ändern wir mit diesem Gesetz. Daher ist es auch falsch. Es wurde immer wieder gesagt, dieses Gesetz ist doch keine Innovation, weil hier wird mehr Geld ausgegeben. Wenn wir eine derzeit massiv unterbezahlte Leistung für neue Patienten besser bezahlen, sodass die Patienten nach jahrelangem Einzahlen, wenn sie mal einen Arzt brauchen, endlich den Besuch auch sofort bekommen, dann ist das eine Bezahlung, die höher ist, aber richtig ist, weil es entspricht den Kosten, auch in einer Marktwirtschaft im Übrigen. Und daher ist das unbürokratisch gemacht über eine einheitliche Nummer, die 116, 117, kann man sich einen Facharzttermin und auch einen anderen Termin kann man sich vermitteln lassen, das kann man telefonisch machen, das kann man übers Netz machen, bundesweit. Der Termin wird in spätestens 4 Wochen gegeben. Für die Ärzte ist das also hochlukrativ. Das ist richtig, was der Kollege Gerke sagt, aber dann bekommt man mehr Geld. Das gönnen wir auch als SPD, weil sie haben mehr Aufwand. Natürlich können Sie diese Patienten einbestellen zu den Zeiten, die Ihnen genehm sind. Wir mischen uns nicht in den Praxisalltag ein. Aber was wir wollen, dass es 5 Stunden Praxissprechstunde offen gibt, jede Woche.
sodass dort die Patienten hingehen können, die sonst keinen Termin bekommen hätten. Denn was ist sonst die Alternative? Diese Patienten gehen in die Klinik, in die Uniklinik, brauchen dort sehr viel mehr Geld, verbrauchen Geld, sitzen Stunden herum. Offene Sprechstunden von 5 Stunden pro Woche sind einzurichten. Das kann man nicht von heute auf morgen, aber in den Praxisalltag einbringen. Und ich glaube, dass das von den Bürgern gewünscht ist. Wir machen Gesundheitspolitik für die Kranken und für die Bürger, nicht aus der Perspektive zum Beispiel der kassenärztlichen Vereinigungen. Schließlich, wir werden auch dazu kommen, dass wir mehr Ärzte haben, weil wir verbessern die Grundbedingungen für medizinische Versorgungszentren. Wir machen viel für Hausärzte. Es wird demnächst Hausarztverträge geben, von denen auch der Patient etwas hat, weil er nämlich dann zum Beispiel die Zuzahlung nicht bezahlen muss. Der Beitragssatz kann dort etwas reduziert werden, eine bessere hausärztliche Versorgung, mehr medizinische Versorgungszentren. Die Blankoverordnungen sind schon erwähnt worden bei den Physiotherapeuten. Langfristig brauchen wir 3 Dinge. Wir brauchen eine Entbürokratisierung. Da ist die Telemedizin ein wichtiger Schritt. Da gehen wir einen Schritt mit der Gematik. Wir brauchen mehr Medizinstudenten, weil mit der Zahl der Medizinstudenten, wie wir es derzeit haben, werden wir es nicht schaffen. Und abschließend, wir brauchen eine Bürgerversicherung. Denn wir haben jetzt Verbesserungen, aber diese Verbesserungen werden nur von den gesetzlich Versicherten bezahlt. Alle müssten bezahlen, auch diejenigen, die Gutverdiener sind, die Beamte sind und ein hohes Einkommen haben. Vielen Dank. Karl Lauterbach für die SPD-Fraktion, wo er stellvertretender Fraktionsvorsitzender ist. Und es macht weiter Christina Aschenberg. Christine Aschenberg-Dugnus für die FDP-Fraktion. Die FDP hat 2 Anträge eingebracht in diese Debatte und einen Gesetzentwurf. Sie versprechen mit Ihrem TSVG schnellere Termine, mehr Sprechstunden und bessere Angebote für gesetzlich Versicherte. Das werden Sie nur leider mit Ihrem Gesetz nicht erreichen. Nehmen wir uns doch einmal die einzelnen Punkte vor. Mit der Erhöhung der Mindestsprechstundenzeit für gesetzlich Versicherte von 20 auf 25 Stunden suggerieren Sie, Ärzte würden einfach nicht genug arbeiten. Das ist eine Diffamierung, Herr Spahn, aller niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten, die im Durchschnitt über 50 Wochenstunden für ihre Patientinnen und Patienten da sind. Was würden Sie eigentlich machen, wenn die Ärzte tatsächlich nur 25 Wochenstunden für gesetzlich Versicherte aufbringen würden, die Sie ja fordern? Aber Gott sei Dank tun Sie das nicht, weil die Verantwortung für Ihre Patienten ist Ihnen wichtiger als der Ärger auf das Gesetz und auf den Minister. Und darüber freue ich mich, meine Damen und Herren. Und Herr Spahn, ich finde in Ihrem Gesetz keinen einzigen Satz, wie man den ärztlichen Alltag erleichtern könnte, damit einfach mehr Behandlungszeit für die Patientinnen und Patienten vorhanden sein könnte. Wir haben uns darüber Gedanken gemacht und einen Antrag zur Entbürokratisierung hier in den Deutschen Bundestag eingebracht. Meine Damen und Herren, wenn Ärzte und Psychotherapeuten im Jahr 54 Millionen Bürokratiestunden zu bewältigen haben, dann läuft hier etwas schief in unserem System. Wenn nur die Hälfte dieser Stunden für die Patientenversorgung zur Verfügung stünde, dann würde sich die Versorgung für alle Patientinnen und Patienten erheblich verbessern. Unser Sachverständiger, Herr Professor Neubauer, hat in der ersten Anhörung zum TSVG einen ganz konkreten Vorschlag zur Entbürokratisierung gemacht. Ich darf zitieren: Ein dringlich notwendiger Bürokratieabbau kann dadurch erreicht werden, dass bürokratische Arbeiten von den Krankenkassen extra vergütet werden. Damit verwandeln sich Bürokratiekosten in Serviceleistungen, die angemessen zu vergüten sind und auch an entsprechendes Personal delegiert werden können. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, ich finde, das ist ein sehr guter Vorschlag, denn wenn wir Bürokratie bepreisen würden, dann hätten die Ärztinnen und Ärzte nur den Aufwand, den es der Krankenkasse auch wert ist, bezahlt zu werden. Ein wunderbarer Vorschlag. Denn wir müssen doch feststellen, ärztliche Behandlungszeit ist nun mal begrenzt. Ärzte wollen behandeln und nicht Bürokratiestunden ableisten. Und das wollen die Patientinnen und Patienten ganz genauso. So, und jetzt zu Ihren Vergütungsanreizen. Vergütungsanreize finden wir ja grundsätzlich gut. Aber erklären Sie mir doch mal bitte, warum soll es für Patienten in der offenen Sprechstunde und für Neupatienten eine extra budgetäre Vergütung geben?
Und für die Behandlung von älteren multimorbiden Patienten oder Chronikern erhält ein Arzt keine extrabudgetäre Vergütung. Setzen Sie doch einfach unseren Vorschlag der Entbudgetierung um. Also budgetieren Sie die ärztliche Leistung überhaupt nicht mehr im grundversorgenden Haus- und fachärztlichen Bereich. Und das kostet Sie keinen Cent mehr als die von Ihnen veranschlagten bis 600 bis 800 Millionen Euro. Das wäre es doch. Damit würden Sie allen Ärztinnen und Ärzten entgegenkommen. Denn, meine Damen und Herren, geleistete Arbeit muss doch auch zu 100% vergütet werden, egal ob der Patient aus der offenen Sprechstunde kommt, ein Neupatient ist oder ein chronisch Kranker. Aber ganz zum Schluss möchte ich auch sagen, dass in dem Gesetz auch erfreuliche Aspekte drinstecken. Positiv ist, dass die Versicherten mit HIV-Infektionsrisiko einen Anspruch auf Präexpositionsprophylaxe erhalten. Das haben wir lange gefordert. Das finden wir auch wunderbar. Und die Verbesserungen im Heilmittelbereich bei den Heilmittelerbringern, also den Physiotherapeuten, Logopäden etc., begrüßen wir ganz ausdrücklich. Im Ergebnis aber ist uns das zu wenig. Deswegen werden wir das TSVG ablehnen. Ganz herzlichen Dank. Sagt Christine Aschenberg-Dugnus, die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion. Und ihr folgt jetzt Achim Kessler für die Fraktion Die Linke. Auch Die Linke hat einen Antrag in diese Debatte eingebracht. Sie fordert eine bessere Bezahlung für sogenannte Heilmittelerbringer, also Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden und Podologen. Diesen Satz habe nicht ich mir ausgedacht, sondern ein Physiotherapeut hat ihn mir gesagt bei der großen Demonstration der Gesundheitsfachberufe am letzten Samstag in Leipzig. Und er hat leider recht. 2.100 Euro brutto im Durchschnitt für Physiotherapeuten in ambulanten Praxen, das ist in der Tat unsozial. Das ist ein Niedelklon, der direkt in die Altersarmut führt, und damit muss Schluss sein. Wir begrüßen, dass die Vergütungen in Zukunft leichter steigen können. Aber warum schreiben Sie dann in das Gesetz keine konkrete Erhöhung? Es darf doch nicht sein, dass Therapeutinnen und Therapeuten in den ambulanten Praxen 1.000 Euro weniger verdienen als ihre Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern. Wir bleiben deshalb bei unserer Forderung, die Vergütung um 30% zu erhöhen. Herr Minister, Sie haben die Abschaffung des Schulgelds angekündigt. Das finden wir sehr gut. Wir begrüßen das. Doch was ist seit Ihrer Ankündigung vor über einem Jahr passiert? Sie haben eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Unterdessen gehen die Schulen pleite, weil die angehenden Schülerinnen und Schüler warten, bis das Schulgeld abgeschafft ist. Statt die Versorgungslücke zu schließen, verschlimmern Sie sie noch. Herr Minister, beenden Sie diesen Dilettantismus in Ihrem Ministerium. Bei den Therapeutinnen und Therapeuten sind Sie knausrig. Auf der anderen Seite geben Sie den Ärztinnen und Ärzten 1,2 Milliarden Euro mehr. 1,2 Milliarden Euro mehr für Tätigkeiten wie die Behandlung neuer Patienten, für die Sie sowieso schon bezahlt werden. Das verbessert die Versorgung ebenso wenig wie die Verlängerung der Sprechzeiten für gesetzlich Versicherte oder die Öffnung der Terminservicestellen rund um die Uhr. Denn die Sprechzeiten der Ärztinnen und Ärzte, und das wissen Sie ganz genau, sind ohnehin schon länger. Und die Terminservicestellen werden nachts um 4 keine Termine vermitteln. Herr Minister, das ist reine Klientelpolitik für die Ärztinnen und Ärzte. Das Zentrale, weil Sie die Klientelpolitik nicht gut finden. Das zentrale Problem dagegen wird wieder nicht angegangen. Das Nebeneinander von privater und gesetzlicher Krankenversicherung, das zu einem ungleichen Zugang zum Gesundheitssystem führt. Privatpatienten bekommen schneller einen Termin, und Ärztinnen und Ärzte lassen sich lieber in wirtschaftsstarken Gebieten nieder, wo sehr, sehr viele Privatpatienten wohnen. Gesetzlich Versicherte, und das sage ich in Richtung von Ihnen, Herr Lauterbach, werden so lange den Kürzeren ziehen, wie Ärzte an Privatpatienten ein Vielfaches verdienen. Und das wissen Sie genauso gut wie wir. Herr Lauterbach, wenn Sie die Zweiklassenmedizin tatsächlich abschaffen wollen, dann schließen Sie sich unserer Forderung an. Die Linke fordert, die privaten Krankenversicherungen abzuschaffen. Als Folge Ihrer Politik machen sich private Investoren, sogenannte Private Equity Fonds, auf, große Teile der medizinischen Versorgung zu übernehmen.
Sie kaufen ein kleines, unbedeutendes Krankenhaus, um das Recht zu bekommen, Ketten von medizinischen Versorgungszentren zu gründen. Und das bundesweit, ohne Einschränkung der Zahl der Standorte oder der Fachrichtungen. Ihr erklärtes Ziel ist es, das Unternehmen in kürzester Zeit den Wert zu steigern und es damit möglichst viel Gewinn wieder zu verkaufen. Ich bin froh, dass mittlerweile sogar die Union verstanden hat, dass das der Versorgung schadet. Ich darf Frau Mark zitieren: Gesundheit ist keine Ware. Sie dürfen gerne unsere Slogans übernehmen, aber bitte lassen Sie dem dann auch Taten folgen. Ihr kleiner Änderungsantrag wird leider nichts bewirken. Sehr geehrte Damen und Herren, auf unseren Tischen liegt heute ein sehr dicker Gesetzentwurf mit unzähligen Änderungsanträgen zu völlig unterschiedlichen Themen. Allein die Änderungsanträge sind 120 Seiten. Damit verhindern Sie eine gesellschaftliche Debatte über wichtige Themen der Gesundheitspolitik. Die Nachrichten werden heute melden, dass das Termin-Service- und Versorgungsgesetz verabschiedet worden ist. Was aber im Einzelnen drinsteht, das wird draußen kaum jemand erfahren. Wer hat denn zum Beispiel draußen von dem Änderungsantrag gehört, dass künftig private Wirtschaftsberater und große Anwaltskanzleien die Krankenkassen überprüfen können? Damit privatisieren Sie jetzt auch noch die Kontrolle des Gesundheitssystems. Die Kolleginnen und Kollegen von der SPD, ich kann es nicht verstehen, dass Sie diesen Wahnsinn mitmachen. Und das gilt im Übrigen auch für die Neuregelungen bei den Medizinprodukten, zum Beispiel den Herzschrittmachern. Es ist ja schon skandalös, dass irgendwie das momentane Prüfverfahren kaum wirkungsvoll ist. Daraus allerdings jetzt den Schluss zu ziehen, es de facto abzuschaffen, das ist doch völlig verantwortungslos. Wir brauchen nicht weniger Sicherheit für die Patientinnen und Patienten, sondern wir brauchen mehr Sicherheit für die Patientinnen und Patienten. Und auch deshalb lehnen wir Ihr Gesetz ab. Hören Sie doch endlich auf, die Interessen der Wirtschaft über das Wohl der Patientinnen und Patienten zu stellen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Achim Kessler hat die Anzahl der Änderungsanträge erwähnt, beziehungsweise die Seiten. Da haben wir zum Beispiel die Information, dass es mehr als 200 Seiten waren, weit mehr als 50 Änderungsanträge. Das Gesetz alleine hat fast 200 Seiten, ein sogenanntes Omnibusgesetz, wo viele Punkte zusammenkommen, die jetzt nicht immer unbedingt direkt miteinander zu tun haben. Und das macht es in der Tat ein klein wenig unübersichtlich an der einen und anderen Stelle. Die nächste Rednerin in dieser Aussprache dazu ist Maria Kleinschmeink für die Grünen. Wir haben eine Zunahme von älteren Patientinnen und Patienten mit chronischen Erkrankungen und sehr komplexem Unterstützungsbedarf. Wir haben eine faktische Unterversorgung in den strukturschwachen Regionen und in den Stadtteilen. Wir haben einen faktischen Fachkräftemangel, insbesondere in den Pflegeberufen und in den Gesundheitsberufen. Und was legen Sie uns in dieser Situation als Gesetz zur Verbesserung der Versorgung vor? Ein Gesetz, das zum Kernstück hat, dass Sie Fachärzte besser dafür bezahlen, dass Sie zusätzliche Termine ausgeben. Ich muss sagen, kleiner geht's wohl nicht und teurer auch nicht. Wenn da das Gespann Karl Lauterbach und Jens Spahn diesen teuren Kompromiss ausgehandelt haben, dann muss man sagen, mit diesem Kernstück gehen Sie an den eigentlichen Herausforderungen vorbei und gleichzeitig geben Sie sehr, sehr viel Geld ungezielt mit der Gießkanne aus, was uns fehlen wird, wenn die eigentlichen Probleme angegangen werden müssen. So, und dann schafft es Karl Lauterbach in einer strategischen besonderen Meisterleistung nun ausgerechnet 1,2 Milliarden Euro mehr für die Fachärzte als wesentlichen Schritt zur Verbesserung der Gerechtigkeit im Gesundheitswesen zu verkaufen. Das ist doch absurd ohne Ende. Das versteht kein SPD-Wähler und das versteht die Bevölkerung bei weitem nicht. Dieses Geld wäre besser ausgegeben gewesen für eine Stärkung der Primärversorgung, wo wir wirklich schauen, wie unterstützen wir die älteren multimorbiden Patientinnen. Im Übrigen das, was der Sachverständigenrat seit Jahren fordert von uns. Das Geld wäre besser angelegt gewesen bei einer Stärkung der Geburtshilfe. Heute ist es Fakt, dass die Frauen von einer Klinik zur nächsten fahren müssen, um überhaupt eine Station zu finden, wo sie entbinden können in einigen Regionen. Wir haben eine Notfallversorgung, die
nicht funktioniert, die ebenso dazu führt, dass die Menschen von einem Krankenhaus zum anderen gereicht werden. Das sind die Probleme, die Sie angehen müssen. Dafür brauchen wir die Mittel der gesetzlichen Krankenversicherung und nicht für mehr Termine bei Fachärzten, die besser bezahlt werden. Da hätte ein schlichtes Diskriminierungsverbot gereicht, zu sagen, gesetzlich Versicherte dürfen bei der Vergabe von Terminen nicht benachteiligt werden. Das hätte nichts gekostet. Selten hat ein Gesetzgebungsverfahren so viele Schlagzeilen produziert. Selten hat die halbe Republik und die Koalitionsfraktionen erleichtert aufgeatmet, wenn Regelungen wieder vom Tisch genommen worden sind. Auch das eine Besonderheit, die wir sonst nie erlebt haben. Selten haben wir erlebt, dass ein Minister vorbei am Kabinettbeschluss nachher noch Formulierungshilfen noch und nöcher in die Bevölkerung bringt, die kostenträchtig sind, die umstritten sind, die provozieren, die aber gleichzeitig inszenieren. Da ist ein Minister, der will was machen, der scheut keinen Konflikt. Und dann am Ende erleben wir, all diese Regelungen sind alle vom Tisch, haben die Fraktionen vom Tisch nehmen müssen, weil in beiden Fraktionen der Konsens bestand, das machen wir nicht mit, weil das hat keine Substanz, das ist kein wirklicher Problemlösungsansatz. So wird derzeit Politik gemacht. Und ich muss sagen, ich bin mehr als froh, dass die größte Petition überhaupt gestoppt hat, dass wir eine zusätzliche Hürde beim Zugang zur Psychotherapie erhalten. Jetzt wird es darauf ankommen, dass wir tatsächlich gute Versorgung für Menschen mit einer psychischen Erkrankung dann in den nächsten Gesetzgebungsverfahren auch hinkriegen. Dann haben Sie natürlich auch ein paar gute Schritte gemacht. Ich nenne ganz ausdrücklich, dass wir Verbesserungen bei den Heilmittelerbringern bekommen. Aber Sie bleiben auf halber Strecke stehen. Es reicht nicht, alle Honorare aufs bundesweit gerade höchste ausgehandelte Niveau auszuheben. Wir müssen davon ausgehen, dass selbstständige Logopäden, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Diätassistenten davon leben können müssen, eine selbstständige Praxis führen können müssen und gleichzeitig es schaffen, tarifgerechte Gehälter zu zahlen. Das ist mit dem, was wir jetzt vorliegen haben, immer noch nicht drin. Und da müssen Sie nachsteuern. Und ich verstehe in keinster Weise, dass Sie nicht mal mehr Modellvorhaben möglich machen wollen, wo wir versuchen können, die Gesundheitsberufe weiterzuentwickeln, ihren besonderen Beitrag für die Gesundheitsversorgung eigenständig auch abzubilden mit einem Direktzugang. All das haben Sie weggenommen aus dem Gesetz. Das ist ein großer Fehler. Auch bei der Hilfsmittelversorgung machen Sie durchaus einen richtigen Schritt. Aber uns fehlt tatsächliche Transparenz über Qualität, tatsächliche Transparenz, wie gesetzliche Krankenkassen mit ihren Versicherten verfahren. Das ist das Nächste, was kommen muss. Leider habe ich nicht mehr Zeit, noch auf die kleinen stümperhaften Ansätze bei der Digitalisierung einzugehen. Ich kann nur sagen, es reicht nicht, Fristen auszureichen, wo man sagt, bis da und dahin habe ich eine smartphonefähige Patientenakte. Wenn keiner weiß, was überhaupt drinsteht und ob die Daten zu nutzen sind, dann ist das nicht der richtige Weg. Und da müssen wir ganz was anderes machen. Sehr geehrter Minister, ein Jahr Jens Spahn als Gesundheitsminister. Als Münsterländerin nehme ich mir mal raus, einen Rat zu geben. Weniger Schnellschüsse für die große Schlagzeile. Mehr handwerklich gut gemachte, am tatsächlichen Problem und an der Lösung von Problemen und mit Weitblick angelegten Gesetzesvorhaben. Weniger Investment in die Maske, in die Marke Jens Spahn. Und dafür mehr Mut, die wirklichen Zukunftsthemen anzugehen. Dankeschön. Wir werden dieses Gesetz ablehnen. Maria Klein-Schmeink war das für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und jetzt kommt der wiederholt angesprochene Bundesminister für Gesundheit selbst ans Pult, Jens Spahn. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist gerade gesagt worden, heute auf den Tag haben wir ein Jahr Große Koalition in dieser Zusammensetzung, in diesem Kabinett.
Und es ist ein Jahr, in dem wir an vielen, vielen Stellen, gerade auch in der Gesundheits- und Pflegepolitik, konkret im Alltag für viele Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die 5,5 Millionen Beschäftigte im Gesundheitswesen schon viel erreicht haben. Wir haben für 1 Million Pflegekräfte in Deutschland die Arbeitsbedingungen verbessert. Wir finanzieren zusätzliche Stellen. Wir haben 50 Millionen Beitragszahler in Deutschland konkret zum 1.1. von Beiträgen entlastet. Und wir machen mit diesem Gesetz weiter, indem wir denjenigen, die eben auf der Suche nach einem Termin sind, die zu oft zu lange warten müssen, konkret helfen. Das ist Politik der Großen Koalition, konkret im Alltag die Dinge besser machen. Dieses Gesetz wird die Versorgung schneller, besser und digitaler machen. Schneller? Ja, die Frage, dass der privatversicherte Nachbar nächste Woche einen Termin hat beim Facharzt, der gesetzlich Versicherte erst in 2, 3, 4 Monaten, das ist ein sehr konkretes Aufregerthema für viele Bürgerinnen und Bürger. Und übrigens ein sehr nachvollziehbares, wenn Sie so tun, bei den Grünen, als wäre das irgendwie ein Thema, das keinen beschäftigt. Doch, das beschäftigt viele Bürgerinnen und Bürger. Und genau da setzen wir an. Mit den Terminservicestellen, die unter 116, 117 mit dem ärztlichen Notdienst zusammen in Zukunft 24 Stunden am Tag erreichbar sind, wo es auch digitale Angebote geben wird, und mit finanziellen Anreizen. Natürlich ist es richtig, dass wenn heute Haus- und Fachärzte sagen, es gibt Budgets, und für einen neuen Patienten, für einen Patienten, den ich schneller dran nehme, ich hätte vielleicht noch Kapazitäten, aber ich bekomme dort kein zusätzliches Geld. Da ist es doch sehr zielgerichtet richtig zu sagen, wer mehr behandelt, soll auch entsprechend besser vergütet werden. Wir helfen den Patienten zu schnelleren Terminen, indem wir da konkret ansetzen. Und genau das macht Alltag für viele Bürgerinnen und Bürger besser. Schnellere Versorgung, bessere Versorgung. Wir haben eine bessere Situation in Zukunft bei den Hilfsmitteln, ist genannt worden, die Ausschreibungen kommen weg, bei Rollstühlen, bei Inkontinenzprodukten in vielen Bereichen. Eine bessere Versorgung mit Impfstoffen durch das Gesetz. Bessere Rahmenbedingungen für die Heilmittelerbringer. Für jeden Heilmittelerbringer in Deutschland wird ab dem 1.7. mehr Geld gezahlt werden. 600 Millionen Euro. Sie müssen schon sagen, ob Sie diesen Schritt mitgehen wollen oder nicht. Wir wollen Ihnen für eine bessere Versorgung gehen an dieser Stelle. Die Kryokonservierung für junge Erwachsene mit zum Beispiel Krebserkrankungen ist genannt worden von der Frau Kollegin Mark. PrEP, um die HIV-Infektionszahlen in Deutschland zu reduzieren. Betreuungsdienste, ein Riesenthema für Familien, die Unterstützung suchen mit einem zu pflegenden Angehörigen zu Hause, die heute zu oft keinen Pflegedienst finden, können in Zukunft auch Betreuungsdienste, wenn es um die Nachmittagsbetreuung, um die Haushaltshilfe geht, in Anspruch nehmen. Das regeln wir. Der Festzuschuss wird erhöht von 50% auf 60% beim Zahnersatz, wo viele Versicherte auch hohe Eigenanteile haben. Das alles sind ganz konkrete Maßnahmen, die die Versorgung besser machen. Und alle, die heute gegen dieses Gesetz stimmen, müssen schon sagen, wie sie sich dazu verhalten. Wollen Sie diese Verbesserung in der Versorgung für die Bürger oder wollen Sie sie nicht? Wir als Große Koalition wollen sie, und deswegen werden Herr wir Minister Spahn, Herr Minister Spahn, gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der FDP? Natürlich. Herr Minister, vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Ich komme aus einem Wahlkreis, der entlang der Schweizer Grenze ist. Und wir haben einen eklatanten Ärztemangel. Es ist nicht das Problem, einen Termin zu kriegen oder keinen zu kriegen. Es gibt einfach keine Ärzte. Die Menschen finden keine Ärzte. Und viele der deutschen Ärzte geben auf wegen Bürokratie, wegen Gängelung, wegen Budgetierung und gehen in die Schweiz. Was bewirkt Ihr Gesetz in dieser Hinsicht? Gewinnen wir dadurch einen Arzt mehr, wenn wir mehr Bürokratie für die Ärzte machen? Der Kern. Meine, Sie haben sich doch Ihre Antwort im Grunde selbst gegeben. Ja, wir haben heute in bestimmten Bereichen Budgets. Das macht es in bestimmten Bereichen heute unattraktiv, zusätzlich Patienten zu nehmen. Und wir haben nicht wenige Fachärzte, die, und auch Hausärzte im Übrigen, die nachvollziehbarerweise sagen, es macht aus Ihrer Sicht wenig Sinn, zusätzlich Patienten zu nehmen, weil Sie sie nicht zusätzlich vergütet bekommen. Wir machen hier sehr zielgerichtet für die Fachärzte und die Hausärzte ein Ende der Budgetierung in diesem Bereich. Das ist das, was Sie immer gefordert haben. Und deswegen würde ich mir etwas mehr Unterstützung auch der FDP an dieser Stelle wünschen. Das ist eine sehr konkrete Maßnahme, die wir hier machen. Also, wir machen die Versorgung schneller, machen sie besser. Und wir machen sie digitaler. Und das ist ja mit das größte Aufregerthema im deutschen Gesundheitswesen, neben der Frage, wie kommen wir zu schnelleren Terminen, warum seit 15 Jahren
bei der elektronischen Gesundheitskarte es nicht richtig vorangeht. Seit 15 Jahren geht dieses größte IT-Projekt, das es mal war in Europa, nicht wirklich voran. Und wir regeln jetzt, dass wir Geschwindigkeit da reinbringen. Es wird eine elektronische Patientenakte für jeden Versicherten, wer will, verfügbar auf dem Smartphone geben ab 2021. Wir führen parallel in einem anderen Gesetz endlich das elektronische Rezept ein, weg vom Papier. Und ja, dafür entmachten wir ein Stück die Selbstverwaltung. Wir werden als Bundesministerium, als Politik die Mehrheit in der Gesellschaft übernehmen, die das bisher betrieben hat. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn seit 15 Jahren die Selbstverwaltung nicht in der Lage ist, das Ding mit der nötigen Geschwindigkeit voranzubringen, und wenn sich die Frage stellt, ob irgendwann aus den USA oder aus China die digitalen Angebote nach Deutschland kommen oder ob wir sie hier bei uns selbst entwickeln, ja, da gehen wir in den Konflikt mit der Selbstverwaltung, weil wir sagen, es muss konkret besser werden hier an dieser Stelle. Wir brauchen Geschwindigkeit, und deswegen ist diese Regelung an dieser Stelle notwendig. Und abschließend ein Wort auch zu den Änderungsanträgen und den Vorschlägen, die gemacht wurden. Ich weiß nicht, Frau Klein-Schmeigen, was Sie für eine Vorstellung haben von einem guten Gesetzgebungsverfahren. Aber meine Idee, auch als jemand, der ja langjährig auch im Gesundheitsausschuss Gesundheitspolitik mitgestaltet hat, ist doch, dass wir ein Beratungsverfahren machen über 5, 6 Monate. 2 Anhörungen hat es zu diesem Gesetz gegeben. Viele, viele Stellungnahmen. Dann finde ich es eigentlich vernünftig, dass man sagt, da, wo es gute Argumente gibt, wo es gute zusätzliche Vorschläge gibt, dann greifen wir die auch auf und setzen die um. Ich bin nicht so ehrpuzzelig, dass ich sage, das Gesetz, das wir eingebracht haben als Bundesregierung, muss auch 1:1 so beschlossen werden, sondern wir machen doch hier ein parlamentarisches Verfahren, damit Gesetze durch konstruktive Vorschläge besser werden. Und daraus ergeben sich natürlich Änderungsanträge, im Übrigen Änderungsanträge, die teilweise Ihnen seit Wochen und Monaten, Heilmittel seit November bekannt sind. So machen wir Politik. Wir machen Vorschläge, ja. Wir gehen in die Debatte. Und da, wo es gute Argumente gibt, da gehen wir auch auf diese Argumente ein. Und das zeigt sich eben in den Änderungsanträgen. Herr Minister Spahn, Mitglieder der Bundesregierung haben keine Redezeitbegrenzung. Aber Sie reden jetzt zulasten des nachfolgenden Redners der Fraktion, der Sie angehören. Ich wollte jetzt gerade zum Finale ansetzen, Herr Präsident, wenn ich darf. Bitte? Ich wollte gerade zum Finale ansetzen. Tun Sie es. Danke schön. Ich muss nur der CDU-CSU gleich sagen, wir müssen bei den nächsten Rednern ein bisschen einsparen. Danke schön. Ja, dieses Gesetz in seinem ganzen Umfang und mit den Änderungsanträgen ist ein ganzes Stück Arbeit. Es ist umfangreich. Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen im Ministerium, auch in den Fraktionen, die das mit begleitet haben, den Kolleginnen und Kollegen in der Koalition. Das ist das größte, das umfangreichste Gesetz in dieser Legislatur in der Gesundheit. Aber es macht konkret den Alltag für Millionen Menschen besser. Und deswegen bitte ich um Ihre Zustimmung. Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, noch mal mit einem Plädoyer für die Zustimmung zu diesem Gesetz. Der nächste Redner kommt. Pardon, es gibt eine Kurzintervention von Maria Klein-Schmeink aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Minister, Sie haben vorhin darauf abgehoben, dass es wichtig sei, auch im Gesetzgebungsprozess Veränderungen vorzunehmen. Da springe ich Ihnen ausdrücklich bei. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass Sie zahlreiche Formulierungsvorschläge nachgereicht haben mit provokant gesetzten Themen, wo Sie wussten, das löst zwar Diskussionen öffentlich aus, aber es entsprach in keinster Weise dem, was entweder die Fachöffentlichkeit diskutiert hätte oder aber die Fraktionen zuvor diskutiert hätten. Und das ist das Besondere an diesem Stil, den Sie hier durchgesetzt haben und inszeniert haben. Und ich muss mal eben sagen, die Kosten dessen, was da nebenbei noch alles so gelaufen ist, entsprechen ungefähr dem Doppelten dessen, was vorher im Gesetzentwurf gestanden hat. Und das ist schon mal bemerkenswert. Und da fragt man sich natürlich, ist das alles gut ausgegebenes Geld? Herr Minister. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, erster Teil. Es gab exakt 2 Themen, die im Rahmen der Beratung besprochen wurden mit den Koalitionsfraktionen und bei denen wir uns entschieden haben, weil mehr Beratungsbedarf, sie in späteren Gesetzen zu regeln. Wenn da 2 Themen sind, wo wir sagen, wir müssen länger beraten, dann finde ich, ist das ein ziemlich normaler Vorgang und kann jetzt ehrlich gesagt Ihre Empörung an dieser Stelle nicht verstehen. Zweiter Teil. Ja, es gab umfangreiche Änderungen.
Die Änderungen zum Heilmittelbereich, Physiotherapeuten, Logopäden, Ergotherapeuten, die Sie hier alle angesprochen haben, die zu Recht seit Monaten auf der Straße in Protestaktionen hinweisen auf ihre schwierige Situation. Ja, die sehen 600 Millionen Euro mehr Ausgaben vor. Ja, die sind als Änderung mit reingekommen. Diese Änderungen liegen Ihnen übrigens seit November vor. Also es gab ausreichend Zeit, das zu beraten. Und auch dort gab es noch weitere Verbesserungsvorschläge. Aber ich finde, wenn wir ein Problem erkennen, es gibt ein Problem in der Heilmittelversorgung. Patienten müssen warten. Und die, die die Leistungen erbringen, haben schlechte Arbeitsbedingungen. Wenn wir ein Problem erkennen, dann sind wir dazu gewählt worden, Probleme zu lösen. Und genau das machen wir mit diesem Gesetz. Und das Gleiche gilt bei der Gematik. Wenn wir erkennen, dass dort in den Strukturen der Selbstverwaltung nicht die Geschwindigkeit reinkommt, und zwar immer noch nicht zum Jahresende erkennbar mit den Entscheidungen, die wir brauchen, damit 2021 endlich die elektronische Patientenakte fliegt, damit sie endlich kommt, damit Patienten, Ärzte, Apotheker spüren, Versorgung wird besser, weil wir bessere Informationen und Kommunikation haben, dann haben wir im Januar vorgeschlagen, auch schon eine ganze Zeit her, in dieser Gematik zu entsprechenden Veränderungen zu kommen. Und da bleibe ich dabei. Ja, es sind umfangreiche Änderungen, aber wenn wir ein Problem erkennen, das ist jedenfalls mein Politikansatz, dann versuche ich, ein Problem nicht nur zu besprechen, sondern auch zu lösen. Und das machen wir mit diesem Gesetz. Die Replik von Jens Spahn auf eine Frage von Maria Klein-Schmeink. Der nächste Redner kommt wieder aus der AfD-Fraktion, heißt Dr. Robby Schlund, ist Arzt und war vor seiner Zeit als Abgeordneter Facharzt für Orthopädie in einer eigenen Privatpraxis in Gera. Herr Präsident, Herr Spahn, liebe Kollegen, werte Gäste auf den Rängen. Wir hatten gerade über die Schweiz geredet. Manche Patienten reisen mit dem Koffer in die Schweiz hinterher. Und auch in der Schweiz ist nicht alles in Ordnung, denn ohne deutsche Ärzte wäre die medizinische Versorgung mittlerweile gefährdet. So äußerte und titulierte die Neue Zürcher Zeitung. Zurzeit arbeiten ca. 10.000 deutsche Ärzte im Ausland, dabei 80% im deutschsprachigen. 1.965 Ärzte wanderten 2017 von Deutschland in die attraktivere Schweiz aus. Stellen Sie sich das mal vor, 1.965 Arztpraxen mehr zur Versorgung des ländlichen Raums. Herr Lauterbach sagt, wir brauchen mehr Medizinstudenten. Ich glaube, auch Herr Spahn, wir brauchen eine Lösung. Das TSVG bietet keine Lösung, sondern ist ein unausgegorener Federweiser, der Ihnen, werte Regierungskoalition, nach der Ernüchterung eher abenteuerliche Kopfschmerzen bereiten wird. Das TSVG macht die Freiberuflichkeit des Arztberufes unattraktiv und schafft keine Anreize, sich als Arzt in Deutschland niederzulassen und schon gar nicht im ländlichen Raum. Im Gegenteil, durch die staatliche Vorgaben und Eingriffe in die Praxisorganisation gebe ich Ihnen jetzt schon Brief und Siegel, dass erstens durch die Erhöhung der Mindestsprechstundenzahl keine Steigerung der Patientenzahlen erreicht wird. Zweitens, es zu Verschiebungen kommt, bei der Akutpatienten bevorzugt und chronisch Kranke auf der Strecke bleiben. Und drittens, ein nicht unbeträchtlicher Teil der Ärzte wird tatsächlich die Koffer packen, gehen, ins Ausland abwandern oder einfach einen anderen Beruf, zum Beispiel in der Pharmaindustrie, ergreifen. Und last but not least, es wird zu einer Kostenexplosion kommen. Aber das noch viel Dramatischere dabei ist, dass hier eine staatliche Lösung durch die Hintertür konzipiert werden soll. Glauben Sie ehrlich, dass Sie damit die Versorgung der Patienten wirklich verbessern können? Das Schlüsselproblem von Wartezeiten ist nicht der Arzt, wie im TSVG suggeriert werden soll, sondern es ist die Budgetierung. Ende Dezember 2018 betrugen die Rücklagen der Krankenkassen 21 Milliarden Euro. Die sofortige Aussetzung der Budgetierung würde zwar ca. 2 Milliarden Euro kosten, jedoch die Versorgung der Patienten schlagartig verbessern. Deshalb fordern wir, die AfD, die sofortige komplette Aussetzung der Budgetierung über einen Zeitraum von 5 Jahren bei Just-in-Time-Prüfung der tatsächlichen Kosten. Sie scheinen überhaupt keine Ahnung vom ärztlichen Beruf zu haben, oder? Eine nur Teilentbudgetierung, wie die FDP verlangt, klingt zwar gut, würde aber ganz im Gegenteil Ungerechtigkeiten zwischen den Fachgruppen produzieren und das Ziel verfehlen. Ebenso vermissen wir das Verbot des Versandhandels mit verschreibungspflichtigen Medikamenten und den Erlaub der Zustellung durch Boten der Solitärapotheken gerade im ländlichen Raum. Unsere Apotheken
Unsere Apotheken sind für die flächendeckende Versorgung von großer Wichtigkeit. Stellen Sie sich doch einmal vor, gerade in Havarie- und Katastrophenfällen werden da uns die ausländischen Versandapotheken helfen wollen? Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht. Zum Wohle der Patienten in unserem Land appellieren wir an Sie, den Gesetzentwurf zum DSVG abzulehnen oder zumindest noch mal zu überarbeiten. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Sabine Dittmar, SPD. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, in der ersten Lesung zu diesem Gesetz im Dezember 2018 habe ich gesagt, dass ich mich auf die parlamentarischen Beratungen freue, denn da werden wir aus einem guten Gesetzentwurf ein noch sehr viel besseres Gesetz machen. Das parlamentarische Verfahren war sehr intensiv. Wir haben eine Vielzahl von neuen und umfassenden Regelungen erarbeitet. Und heute stelle ich hier fest, es ist uns gelungen. Wir bringen ein gutes Gesetz zum Abschluss. Heute ist ein guter Tag für die Patientinnen und Patienten in Deutschland. Und ich bin froh. Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, die schon in der ersten Lesung kritisierten Punkte zu beseitigen. Erwähnen möchte ich hier die Versorgung von psychisch kranken Menschen. Unbestritten haben wir hier Verbesserungsbedarf, was Zugang, Vernetzung, Kooperation angeht. Aber der vom Minister gemachte Vorschlag war untauglich. Wir haben ihn gestrichen und werden zeitnah eine bessere Lösung vorlegen. Im parlamentarischen Verfahren haben wir auch die zunächst vorgesehenen Hürden für MVZs verhindern können. MVZs sind aus unserer Sicht ein sehr wichtiger Faktor in der Versorgungslandschaft, sowohl für die Patientinnen und Patienten, die sehr viel besser interdisziplinär behandelt werden können, aber auch für Ärztinnen und Ärzte, die neue Arbeitszeitmodelle wollen, die im Team arbeiten wollen. Ich stelle hier aber auch ausdrücklich fest, auf die Gründungseinschränkungen für die Zahnarzt-MVZs erhebt meine Fraktion keinen Urheberrechtsanspruch. Kolleginnen und Kollegen, ein wichtiges Ziel der SPD war es, die hausarztzentrierte Versorgung zu verbessern. Ich freue mich deshalb sehr, dass zukünftig alle Kassen ihren Versicherten einen sogenannten Hausarzttarif anbieten müssen, der die Versicherten entweder mit einem Bonus oder mit reduzierten Zuzahlungen an den Effizienzgewinnen beteiligt. Es macht die hausärztliche Versorgung attraktiver und belohnt die teilnehmenden Versicherten, aber vor allem stärkt es die Lotsenfunktion der Hausärzte. Und dass es einen großen Bedarf an Versorgungssteuerung gibt, zeigt die aktuelle Forsa-Umfrage. Danach gehen mehr als ein Drittel der Befragten auch zu Sprechstundenzeiten in die Notaufnahme der Krankenhäuser. Die Gründe dafür sind vielfältig, aber es zeigt mir vor allem eines, dass die Patientinnen und Patienten eine erste Anlaufstelle brauchen, die die Versorgung dann koordiniert. Und das ist für mich die Hausärztin, der Hausarzt. Und da haben wir mit dem Hausarztwahltarif einen ersten wichtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Mit dem heutigen Gesetz, es ist schon mehrmals erwähnt worden, schaffen wir einen schnelleren Zugang für die Patientinnen und Patienten zu Arztterminen. Die Terminservicestellen werden besser erreichbar sein und sie werden umfassender vermitteln. Die Ärzte werden mehr Sprechstunden anbieten, grundversorgende Fachärzte, Fachärztinnen werden offene Sprechstunden anbieten. Das alles wird zusätzlich honoriert. Und was mir auch besonders wichtig ist, für die Annahme und Behandlung von neuen Patienten bekommen die Ärzte und Ärztinnen zukünftig das volle Honorar außerhalb vom Budget. Und das, meine Damen und Herren, ist sehr wichtig, denn gerade diese Patienten hatten es in der Vergangenheit sehr schwer, einen Termin zu bekommen. Und das war für diese, da geht mein Appell an die verfasste Ärzteschaft, kein gefühltes Problem, sondern es war ein real existierendes Problem. Die Versicherten profitieren auch von massiven Leistungsverbesserungen. Der Zuschuss zum Zahnersatz wird erhöht, er kommt deutlich früher, das Entlassmanagement wird verbessert, die Kryokonservierung wird zukünftig eine Kassenleistung. Und da könnte ich jetzt noch paar Punkte mehr aufzählen, aber meine Redezeit ist abgelaufen. Ich sage deshalb hier, Gesundheitspolitik ist sehr viel Detailarbeit und dieses Gesetz war es wirklich explizit. Aber wir haben große Schritte unternommen, um die
Versorgung von gesetzlich versicherten Patientinnen und Patienten ein Stück weit besser zu machen. Und ich bitte um Zustimmung. Es ist immer gut, wenn Abgeordnete wissen, worüber sie reden und womit sie sich beschäftigen. Und bei dieser Debatte kann man das in ganz besonderem Maß von einigen hier sagen, beispielsweise eben auch über Sabine Dittmer, die bis 2010 Hausärztin gewesen ist, also weiß, worum hier diskutiert wird. Und das gilt auch für Wieland Schindenburg, der jetzt am Pult steht. Der ist studierter Zahnarzt, aber auch studierter Rechtsanwalt. Leidet unter Hyperaktivität und unter Hybris, meine Damen und Herren. Man nennt es auch das Spahnsche Syndrom. Lassen Sie mich das an 5 Punkten erläutern. Erstens Hyperaktivität. Minister Spahn schickt ein Gesetz nach dem anderen durch den Deutschen Bundestag. Offenbar hat er Angst, dass er nicht mehr lange im Amt ist. Er muss ganz schnell in kurzer Zeit viel machen. Zweiter Punkt, Hyperaktivität. Er legt ein Gesetz vor, bei dem es ursprünglich um schnelle Terminvergabe geben soll. Und nun wird da alles reingepackt, was Minister Spahn immer schon mal regeln wollte. Dritter Punkt. Dieses Gesetz fand er offenbar selber nicht mehr so gut. Deshalb gibt es jede Menge Änderungsanträge. Zum Teil werden sie weniger als 24 Stunden vor der entscheidenden Sitzung vorgelegt, meine Damen und Herren. Vierter Punkt. Hybris. Minister Spahn sagt, jetzt regle ich die Digitalisierung selber. Er meint, besser zu wissen, wie es da lang geht, als die Leute, die davon betroffen sind und die vor allem darunter leiden werden, was er nachher beschließt. Das ist Hybris, meine Damen und Herren. Fünfter Punkt. Wieder Hybris. Er wollte sogar regeln den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung ohne Rücksicht darauf, was Experten zu dem Thema meinen. Meine Damen und Herren, so macht man keine Politik und schon gar keine Gesundheitspolitik. In der Gesundheitspolitik geht es nämlich um kranke Menschen, Menschen, die krank sind, die Angst haben. Und es geht um die Menschen, die ihnen helfen wollen, die oft unter zunehmend schwierigen Bedingungen, manchmal verzweifelt, ihren Menschen, den Patienten helfen wollen. Übrigens, Herr Spahn, weitaus mehr als 25 Stunden pro Woche. Und in dieser Situation brauchen die Menschen etwas, was Sie ihnen nicht geben. Sie brauchen Hilfe bei ihren beiden Problemen. Das eine Problem ist Mangel und das andere Problem ist zu viel Bürokratie. Und genau zu diesen beiden Punkten tun Sie nichts. Im Gegenteil, Sie verschlimmern es noch. Stichwort Mangel. Stichwort Mangel. Sie hatten ja richtig erkannt, dass es schon Arztgruppen gibt, bei denen es fast bundesweit einen eklatanten Mangel gibt. Da kamen Sie auf die an sich vom Ansatz her richtige Idee, wenigstens befristet Ausnahmen von Zulassungsbeschränkungen einzuführen. Ein Weg in die richtige Richtung. Den haben Sie wieder gestrichen. Keine Arbeit gegen Mangel. Stichwort Bürokratie. Sie wollen den Menschen und den Ärzten mehr Geld geben, wenn sie neue Patienten behandeln. Richtiger Ansatz. Aber was haben Sie gemacht? In letzter Sekunde noch ein Änderungsantrag. Dieser Zuschuss wird jetzt gestuft ausgezahlt, je nachdem, wie lang die Wartezeit war. Ergebnis: Der Arzt muss nicht nur dokumentieren und beweisen, dass der Patient neu ist, wann er sich gemeldet hat und wann er den Termin bekommen hat. Meine Damen und Herren, damit beschäftigen sich künftig Ärzte mit Dokumentationspflichten und kontrollieren muss es auch noch einer. Diese Zeit wäre viel besser eingesetzt für die Behandlung von Patienten. Deshalb mein Appell an Minister Spahn und alle, beseitigen Sie die Budgetierung, verringern Sie die Bürokratie und Sie werden feststellen, in kurzer Zeit haben die Ärzte genug Zeit für ihre Patienten, es gibt keine Terminprobleme. So geht das, aber nicht mit Ihrem Gesetz. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Sagt der studierte Zahnarzt und Rechtsanwalt Wieland Schindenburg aus der FDP-Fraktion. Und es geht auch mit einem Arzt weiter. Stefan Pilsinger war Arzt in einem kommunalen Krankenhaus. Und jetzt spricht er für die Unionsfraktion. Herr Präsident, sehr geehrter Herr Bundesminister Spahn, meine Damen und Herren. Also vorweg möchte ich eins mal zu den Komiker-Aktionen von Herrn Schindenburg sagen. Also, Ihr Witz war doch eher so flach, da hat nicht mal die FDP applaudiert. Ich glaube, Komiker sollten Sie wirklich nicht werden. Also mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz bringen wir heute ein Gesetz auf den Weg, das viele Verbesserungen für Patienten und Ärzte mit sich bringt. Hervorheben möchte ich die Verbesserung, die wir mit diesem Gesetz für Hausärzte erreichen. Wir stärken die Rolle des Hausärztes und verbessern damit die Versorgungssituation in Deutschland. Denn aktuell nehmen Patienten Hausärzte und Spezialisten direkt und zum Teil parallel in Anspruch. Das reduzieren wir, indem wir Hausärzte als erste Ansprechpartner agieren und eine Art Filter- und Lotsenfunktion übernehmen. Auch auf Initiative der CSU wurde in das TSVG eine verpflichtende Bonifizierung im Wahltarif für die hausarztzentrierte Versorgung, wenn Effizienzgewinne erzielt werden, aufgenommen. Und an dieser Stelle möchte ich
auch mal unserem Koalitionspartner der SPD-Fraktion einen Dank aussprechen. Sie haben in dieser Sache mit uns an einem Strang gezogen und die Aufnahme dieser Regelung nachhaltig vorangebracht. Vielen Dank dafür. Hausärzte nehmen also eine koordinierende Aufgabe. Sie leiten Patienten durch das Gesundheitssystem, und dieses Gesetz legt fest, dass sie für dringliche Überweisungen 10 Euro Zuschlag erhalten. Mit den genannten Neuregelungen werden mehr Patienten an der hausarztzentrierten Versorgung teilnehmen, und der Hausarzt wird für mehr Patienten die Rolle als erster Ansprechpartner einnehmen. Das Gesetz enthält zudem Regelungen, die der gesamten Ärzteschaft zugutekommen. Auf einige gehe ich ein. Wir schützen Ärzte mit verschiedenen Regelungen im TSVG künftig besser vor Regressen. So wird zum Beispiel die Zufälligkeitsprüfung ärztlicher Leistung durch eine Prüfung auf Antrag und Festlegung der Anzahl der zu prüfenden Ärzte durch die Landesvertragspartner ersetzt. Außerdem werden künftig Zusatzangebote von Ärzten entlohnt. Dies ist bereits ein großer Schritt in Richtung Entbudgetierung. Zum Beispiel wird es auf Leistungen für neue Patienten in der Praxis Zuschläge von mindestens 25% auf die Versicherten und Grundpauschalen geben oder die Zuschläge von mindestens 15% auf die Grundpauschalen für Leistungen, die in den offenen Sprechzeiten erbracht werden. Darüber hinaus konnten wir zu den medizinischen Versorgungszentren MVZs, in denen Ärzte gleicher oder unterschiedlicher Fachrichtung unter einem Dach zusammenarbeiten, gute Lösungen finden. Die MVZ-Gründungsbefugnis von Erbringern nichtärztlicher Dialyseleistungen muss künftig sichergestellt werden. Zudem wird in Zukunft die Zahn-MVZ-Gründungsbefugnis von Krankenhäusern in Abhängigkeit vom Versorgungsgrad im Planungsbereich beschränkt. Außerdem sollen anerkannte Praxisnetze künftig nicht nur in unterversorgten und von der Unterversorgung bedrohten Gebieten zur MVZ-Gründung befugt sein. Neben den Verbesserungen für die Ärzteschaft konnten wir im TSVG aber auch zahlreiche Verbesserungen im Heilmittelbereich erzielen. Besonders hervorzuheben ist hier die Einführung der Blanco-Verordnung in der Regelversorgung. Bei dieser Versorgungsform nehmen Ärzte auch weiterhin die Indikationsstellung und die Verordnung eines Heilmittels vor. Die konkrete Auswahl der Heilmittelleistung sowie die Bestimmung der Behandlungsfrequenz und der Behandlungsdauer erfolgt aber durch den Heilmittelerbringer wie Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden. Damit wird den Heilmittelerbringern mehr Versorgungsverantwortung übertragen. Das finde ich wirklich super. Darüber hinaus wird die Heilmittelversorgung noch durch weitere Maßnahmen gestärkt. Zu nennen sind hier unter anderem die Vereinfachung des Zulassungsverfahrens, die Einführung von Vertragsverhandlungen auf Bundesebene und die bundesweite Vereinheitlichung der Höchstpreise für die Heilmittelleistungen zum 01.07.2019. Mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz setzen wir an vielen Stellen und verbessern unser ohnehin schon sehr gutes Gesundheitssystem weiter. Das ist ein richtig gelungenes Gesetz. Deshalb bitte ich um Zustimmung. Vielen Dank. Stefan Pilsinger für die Unionsfraktion. Und da war er schon der drittletzte Redner in dieser zweiten und dritten Beratung zum Terminservice- und Versorgungsgesetz. Und die Heilberufe sind weiter stark vertreten. In dieser Debatte, Bettina Müller ist jetzt am Pult. Sie hat sowohl gelernt den Beruf der Krankenschwester als auch den der Rechtsanwältin. Und heute haben wir in der medizinischen Versorgung große Unterschiede. Auf der einen Seite verschieden lange Wartezeiten auf Arzttermine für privat und gesetzlich Versicherte. Auf der anderen Seite ein Ungleichgewicht in der Versorgung zwischen Stadt und Land. Und beides packen wir jetzt an. Für schnellere Termine beim Haus- und Facharzt machen wir die Terminservicestellen flott. Sie sind jetzt rund um die Uhr erreichbar und vermitteln die Versicherten auch an die richtige Stelle. Und in offenen Sprechstunden können Patienten gesundheitliche Angelegenheiten schnell klären lassen. Und das entlastet die Notaufnahmen der Krankenhäuser und verhindert teure stationäre Behandlungen. Mein Wahlkreis liegt im ländlichen Hessen. Ich weiß nicht nur aus Umfragen, dass auf dem Land die Unzufriedenheit mit der medizinischen Versorgung stetig wächst. Und das wollen wir ändern. Künftig werden die Länder im GBA bei der Bedarfsplanung ein Wörtchen mitzureden haben. In den Zulassungsausschüssen entscheiden Sie, wo in welcher Region Ärzte gebraucht werden und können Neuzulassungen beschließen. Und dort, wo Ärzte fehlen, muss die KV künftig mit Eigeneinrichtungen Abhilfe schaffen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, medizinische Versorgungszentren leisten schon jetzt einen wichtigen Beitrag in der Fläche. Neu ist, künftig dürfen auch Praxisnetze MVZs gründen. Und mit diesem Gesetz haben wir durch viele Regelungen dafür gesorgt, dass diese Versorgungsform weiter gestärkt wird. Und die Digitalisierung bekommt einen neuen Schub. Das ist wichtig für die telemedizinischen Behandlungen auch in der Fläche. Zwar kann nichts den Arzt aus Fleisch und Blut ersetzen, aber die Menschen sind offen für Innovationen und haben keine Scheu vor Videosprechstunden. Das hat eine Forsa-Umfrage kürzlich erst wieder gezeigt. Ein zusätzliches Instrument ist der Medibus, der in Nordhessen bei uns sehr gut ankommt. Und da mir die Gesundheitsversorgung auf dem Land besonders am Herzen liegt, will ich noch zwei Punkte herausheben. Das sind zum einen die Heilmittelerbringer, die Heilmittelversorgung, für die wir uns auch als SPD sehr stark eingesetzt haben. Physios, Logopäden, Ergotherapeuten, Podologen und Diätassistenten werden immer wichtiger für die gesundheitliche Versorgung. Aber die Bezahlung, die wirtschaftlichen und bürokratischen Rahmenbedingungen und die beruflichen Möglichkeiten sind in diesem Bereich längst nicht mehr zeitgemäß. Und mit dem Gesetz stärken wir die Verantwortung dieser Berufe durch die Einführung der Planko-Verordnung als Regelleistung. Wir verbessern die Vergütung, wir bauen Bürokratie ab, wir zentralisieren die Vertragsverhandlungen und stellen sicher, dass die Vergütungserhöhung, die bessere Vergütung, auch bei den angestellten Therapeuten ankommt. Und wir hätten gerne auch schon den Direktzugang modellhaft erprobt. Denn die Blanko-Verordnung, die hilft uns später auf dem Land dann nicht mehr weiter, wenn die verordneten Ärzte nicht mehr da sind. Aber das werden wir in einem der kommenden Gesetzgebungsverfahren nachholen, wenn auch die Ausbildung in den Gesundheitsberufen novelliert wird. Ein letzter wichtiger Punkt ist die Verbesserung der geburtshilflichen Versorgung. Künftig sind alle Hebammen verpflichtet, sich in ein öffentliches Register eintragen zu lassen, auf das die Eltern auch per App zugreifen können. Das sorgt zwar nicht für mehr Hebammen, wir sorgen aber dafür, dass die Eltern jetzt endlich alle zugelassenen Hebammen in ihrer Umgebung auch erreichen können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich denke, wir haben ein gutes Paket geschnürt. Das TSVG ist für die SPD auch ein wichtiger Schritt zur Überwindung der Zweiklassenmedizin. Das ist schon gesagt worden. Und daran werden wir intensiv weiterarbeiten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bettina Müller nochmal für die SPD-Fraktion und der letzte Redner in dieser Aussprache, in dieser Debatte, in dieser zweiten und dritten Beratung des sogenannten TSVG ist Alexander Kraus aus der Unionsfraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich noch einmal auf die wesentliche Frage eingehen und diese auch zu versuchen zu beantworten. Was bringt dieses Gesetz für schnellere Termine und bessere Versorgung konkret für den Patienten? Was bringt es dem Patienten? Und lassen Sie uns mal die Probe aufs Exempel machen, das einfach mal durchbuchstabieren für einen einzelnen Patienten, der zum Beispiel einen Augenarzttermin sucht, eine Herausforderung, für die jeder vierte Deutsche einmal im Jahr steht. Sie haben vier Möglichkeiten. Sie rufen entweder mal bei der Augenarztpraxis an. Die zweite Möglichkeit ist, Sie gehen zu Ihrem Hausarzt und sagen, ich möchte gern zum Augenarzt überwiesen werden. Die dritte Möglichkeit ist, Sie rufen bei der Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung an und neu, Sie gehen zur offenen Sprechstunde. Fangen wir mal mit der ersten Möglichkeit an. Sie greifen zum Telefonhörer, rufen den Augenarzt an. Jetzt komme ich aus dem ländlichen Raum, aus einer Region. Wenn man da anruft, wird der Augenarzt einem mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, Sie bekommen keinen Termin. Es gab vor wenigen Tagen eine Untersuchung in Sachsen, wo man mal die Augenarztpraxen angerufen hat. Bei der Hälfte der Praxis hat die Praxis gesagt, wir nehmen keine neuen Patienten auf. Und das ist natürlich keine Situation, die uns zufriedenstellen kann. Ich glaube, dass das künftig seltener der Fall sein wird. Ärzte werden eher bereit sein, neue Patienten aufzunehmen, weil die eben extra budgetär vergütet werden. Bislang ist es ja so, dass es mitunter nicht so attraktiv ist, neuen Patienten aufzunehmen. Das Geld, was dazukommt, kommt also obendrauf für den Augenarzt. Es lohnt sich. Wer neue Patienten nimmt, wer mehr arbeitet, der hat auch als Arzt etwas davon. Vielleicht wird es auch so sein, dass der Augenarzt eine Stunde länger arbeitet, weil es ein bisschen weniger Bürokratie durch unser Gesetz gibt. Denn die Gefahr
dass man in eine Regressprüfung kommt, wird geringer. Dieses Regressgespenst, was manchmal durch die Arztpraxen geistert, ich glaube, das werden wir auch ein bisschen vertreiben mit diesem Gesetz, was wir jetzt verabschiedet haben oder verabschieden werden. Die zweite Möglichkeit, wenn das nicht klappt, dass Sie beim Augenarzt gleich direkten Termin bekommen, ist, Sie gehen zum Hausarzt. Was ist da neu? Also der Hausarzt soll ja anrufen und Termin vermitteln bei seinem Kollegen. Wir bezahlen künftig 10 Euro, wenn dafür ein Termin vermittelt wird. Und ich glaube, dass dadurch auch der Hausarzt ein gesteigertes Interesse hat, jemanden zu vermitteln. Der Hausarzt ist sicherlich schon ohnehin bemüht, wirklich für seine Patienten das Beste zu tun und eben bei seinem Facharztkollegen einen Termin zu bekommen. Aber diese finanziellen Anreize werden da in dieser Hinsicht mit Sicherheit nicht schaden. Die dritte Möglichkeit, man ruft bei der Terminservicestelle an und sagt, man möchte gerne einen Augenarzttermin haben. Ich habe mir gestern den Spaß mal gemacht und habe bei meiner Terminservicestelle angerufen. Ich habe mir dann 120 Mal den Satz angehört, bitte warten Sie. Nach 20 Minuten war dann jemand in der Leitung drin und hat zu mir gesagt, wir schreiben Sie auf eine Liste, dort stehen schon 1000 Patienten in Ihrer Region drauf und dieses Jahr werden Sie angerufen und werden einen Termin bekommen beim Augenarzt. Das ist ein Zustand, der nicht haltbar ist. Das ist etwas, was man den Patienten nicht zumuten kann, dass es so lange dauert. Und deswegen müssen wir da deutlich schneller werden. Und ich glaube, mit dem Gesetz wird nicht alles besser werden, aber es wird einiges besser werden. Und ich glaube, wir werden dort auch schneller vorankommen, dass ein Patient einen Termin bekommt. Was ist nun neu? Also Punkt 1. Die Nummer bei der Kassenärztlichen Vereinigung kann man sich wesentlich leichter merken. Sie ist bundesweit einheitlich, 116117. Sie wird aber auch leichter erreichbar sein, nämlich rund um die Uhr. Vielleicht auch bald mit einer App, wo man sich selber einbuchen kann mit dem Termin. Und wir setzen Anreize, dass es schneller geht, dass man schneller den Termin bekommt. Wenn man innerhalb einer Woche den Termin bekommt, dann bekommt der Arzt 30% Honorar obendrauf. Und das wird eben dazu führen, dass die Ärzte auch versuchen werden, möglichst schnell dem Patienten einen Termin zu geben. Und lassen Sie mich zur vierten Variante kommen, zur offenen Sprechstunde. Die Pflicht zur offenen Sprechstunde ist ja auch neu, die haben wir aufgenommen. Also der Patient, der den Augenarzttermin dringlich braucht, der kann auch direkt zu dem Augenarzt gehen, in diese offene Sprechstunde, ohne Voranmeldung und sich dort behandeln lassen. Das bekommt der Arzt extra budgetär vergütet, sodass er auch ein Interesse hat, wirklich auch diese offene Sprechstunde durchzuführen. Ich glaube, das schafft Anreize, dass es besser wird. Jetzt ganz kurz, wenn wir die Debatte mal Revue passieren lassen. Also die FDP sagt, alle Regelungen seien gegen die Ärzte gerichtet. Die Linke sagt dann, das ist Klientelpolitik für die Ärzte, was wir hier betreiben. Das widerspricht sich. Dann hören wir von den Grünen, es wird zu wenig gemacht. Von der FDP wird gesagt, das ist zu viel, die sind alle hyperaktiv. Bei der AfD sagt der erste Redner, wir schaffen Patienten erster Klasse mit dem Gesetz, also eine besonders gute medizinische Versorgung. Der zweite Redner der AfD sagt, es bringt überhaupt nichts. Wenn ich das mal zusammenfasse, kann ich nur sagen, wir scheinen irgendwie auf den richtigen Weg zu sein. Die Patienten werden schneller zum Termin kommen, es wird mehr Sprechzeiten geben, es wird eine bessere Vergütung der Ärzte geben, unterm Strich. Mehr Geld für fleißige Ärzte und eine bessere Versorgung für die Patienten. Deswegen stimmen Sie bitte diesem Gesetz zu. Vielen Dank. Alexander Kraus nochmal für die Unionsfraktion war der letzte Redner in dieser Aussprache. Und wir zeigen Ihnen jetzt mal, wie das hier vonstatten geht mit der Abstimmung über diesen Gesetzentwurf der Bundesregierung. Bitte schön. Es liegen nach § 31 der Geschäftsordnung verschiedene Erklärungen vor. Der Ausschuss für Gesundheit empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19-3351 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf den Drucksachen 63-37 und 64-36 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Enthaltungen, dann ist der Gesetzentwurf mit den Stimmen der Koalition gegen die Stimmen der Opposition in zweiter Beratung angenommen. Damit kommen wir zur dritten Beratung und Schlussabstimmung. Und jetzt bitte ich diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Danke sehr. Wer stimmt dagegen? Danke sehr. Wer enthält sich? Dann ist der Gesetzentwurf in dritter Lesung mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der Oppositionsfraktionen angenommen.
Manchmal ist es dann doch relativ unspektakulär. Also jetzt war das die abschließende Abstimmung über das Termin-, Service- und Versorgungsgesetz der Bundesregierung. Da geht es ja nicht nur um die bessere Regelung, bessere Vergabe von Terminen, sondern es geht auch um die Versorgung insgesamt. Und es ist ein Riesenpaket, in dem unter anderem eine große Rolle spielt, besserer Zugang zu innovativen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, der Zugang zu Impfstoffen aller Hersteller, weniger Zuzahlung beim Zahnersatz, auch wenn es erst im Oktober 2020 gelten wird, eine bessere Bezahlung von Beschäftigten in Gesundheitsberufen, Erleichterung bei der häuslichen Pflege und eine bessere Vorsorge bei HIV-Risiko, all das gehört dazu und vieles noch mehr, das hier auch immer wieder angeklungen ist in dieser Debatte. Jetzt wird hier abgestimmt über diverse andere Anträge aus den verschiedenen Fraktionen. Auch da ein breites Spektrum, das ich Ihnen mal versuche, noch auf die Schnelle aufzulisten. Die Grünen, man hat es teilweise in der Aussprache ja auch schon gehört, die Linken beantragen beispielsweise eine bessere Bezahlung für Heilmittelerbringer wie Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden und Podologen. Und sie sagen, die Höhe der Vergütung müsse bundesweit möglichst schnell und vollständig angeglichen werden. Der Antrag der Grünen zu diesem Thema sieht ziemlich gleich aus. Auch da geht es um die Verbesserung der Heilmittelversorgung, die regional unterschiedlich und in Teilen defizitär sei, so sagen die Abgeordneten. Und auch um die Vergütung bundesweit anzuheben, sorgen sich die Grünen bzw. fordern sie eine deutliche Verbesserung ein. Dann gibt es Anträge der FDP, wo die Regionalisierung der sogenannten Bedarfsplanung gefordert wird und die Niederlassungsfreiheit als Regelfall vorgesehen ist. In einem weiteren Antrag fordert die FDP eine Entlastung der Ärzte von Bürokratie und die sogenannte Entbudgetierung, also Schluss mit einer Obergrenze für Arzthonorare beispielsweise. Auch das ist hier in Reden angeklungen. Die AfD schließlich fordert ebenfalls eine Entbudgetierung der Ärzte. Niedergelassene Mediziner müssten das Recht haben, ihren Beruf uneingeschränkt auszuüben, sagt die AfD. Und ein weiterer Antrag der AfD wird hier gleich überwiesen werden in den zuständigen Ausschuss. Da geht es um die Bevorzugung von Importarzneimitteln. Das will die AfD beenden. Und dann gibt es noch einen Gesetzentwurf der FDP. Da geht es um Krebspatienten, die durch ihre Behandlung befürchten müssen, dass sie keine Kinder zeugen oder bekommen können. Und deswegen gibt es hier den Gesetzentwurf der FDP zu einer sogenannten fertilitätsbewahrenden Behandlung. Damit das Ganze soll dann auch zu einer Regelleistung der gesetzlichen Krankenversicherung gemacht werden.